Hallöchen, Luise Heinzel hier. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Junk Journal Art. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wie man unschwer erkennen kann, geht's heute um Vintage-Postkarten und Fotos. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich benutze diese Sachen wahnsinnig gerne in meinen Junk Journals. Ich finde es einfach total interessant, solche Postkarten und Fotos zu verwenden und sich vielleicht auch manchmal vorzustellen, wie wohl die Geschichte hinter so einem Foto sein könnte. Sind hier schließlich mal, also ne, so echte Menschen hier drauf, die mal irgendwann ein Leben erlebt haben. Und ja, da fragt man sich doch manchmal, was steckt so dahinter oder was steckt auch vielleicht hinter gewissen Werbeanzeigen oder sowas, was man auch öfters auf so Postkarten findet. Und ich finde es auch sehr interessant, wenn man manchmal solche Exemplare wie diese hier findet, die so ein bisschen künstlerisch einfach aussehen. Ich finde das total cool, so einen Blick in die Vergangenheit zu werfen. Aber es gibt ja immer irgend so ein Aber, ne? Bei so einer kümmelspalterischen Person wie mir gibt es immer irgendein Aber. Aber manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich so eine Postkarte oder ein Foto nehme und stecke das einfach so in mein Junk Journal rein, dass das irgendwie so ein bisschen zu langweilig so ist. Also, wisst ihr, was ich meine? Manchmal mache ich mir so eine kleine Tasche, die schaut dann vielleicht auch irgendwie ein bisschen aufwendiger aus oder so, dann stecke ich die Karte da rein. Dann denke ich mir so, ja Mensch, nochmal, kann man da nicht noch vielleicht irgendwas anderes damit anfangen? Kann man die nicht vielleicht noch irgendwie ein bisschen so aufpeppen? Und genau das ist das, was ich gerne tun möchte heute. Das heißt nicht, dass ich die Karten im Original blöd oder so finde oder nicht wert, in ein Journal zu tun, ganz im Gegenteil. Aber ich habe mir gedacht, ich muss hier mal ein bisschen so Hand anlegen an diesen Teilen. Jetzt habe ich mir hier Karten ausgesucht, die, sagen wir mal, relativ viel Platz um den Fokuspunkt drumherum haben. Wenn man sich das hier zum Beispiel mal anschaut, ist dieses Paar hier in der Mitte so wie so ein Fokuspunkt. Und drumherum ist aber relativ viel Platz. Also die stehen relativ weit weg. Mein Vater würde jetzt sagen, das ist so ein bisschen so ein Suchbild, ne? Viel Landschaft oder viel Raum. Und da muss man so ein bisschen suchen. Hier ist es schon ein bisschen anders. Da ist, sagen wir mal, hier so ein bisschen Platz. Da oben, wo die Schrift ist, ist ein bisschen Platz. Und hier unten dieser Koffer, der ist auch vielleicht nicht unbedingt so relevant für das Bild. Also ja, für den Zusammenhang vielleicht schon, weil hier geht es um Abschied, also ist der Koffer schon, also ihr wisst schon, was ich meine, ne? Aber den braucht man nicht unbedingt. Wäre schlimmer, wenn man den Kopf abschneiden müsste oder so. Es gibt auch zum Beispiel Karten wie diese hier mit so irgendwelchen Gebäuden oder Städten drauf, wo man relativ viel Himmel hat oder hier unten diese Bäumchen, wo man auch ziemlich viel Spielraum hat um das eigentliche Motiv drumherum. So, wählen wir mal vielleicht für heute diese zwei aus? Ja, ich denke mal schon. Ihr könnt das natürlich mit allen möglichen anderen Karten auch machen. Also selbst so welche, wo so, das ist ja jetzt kein Foto hier drauf, ne? Selbst wo sowas drauf ist, das würde auch funktionieren. Oder auch wenn das bunt ist, würde das natürlich auch gehen. Auch wenn das so ein bisschen künstlerisch aussieht, funktioniert dieses, was ich mir ausgedacht habe, trotzdem. Das hier habe ich mal rausgeholt, einfach um es euch zu zeigen. Das hier ist irgendwie nicht gerade so ein geiles Motiv, wie man sieht. Ich habe immer so ein bisschen Angst vor solchen, ja, Angst ist das falsche Wort, aber sagen wir mal Respekt vor solcher Art von Bildern. Aber dieses Material und diese Karte, warum soll man die denn nicht verwenden? Man könnte vielleicht das hier rausschneiden und die gleiche Technik machen wie das, was ich euch heute zeige. Oder sogar das komplette Ding rausschneiden und den Rahmen noch verwenden. Wäre auch eine Möglichkeit. Ja, das aber nur mal so am Rande. Weil es gibt ja auch manchmal so Motive, die einfach ein bisschen strange sind und die man nicht unbedingt in einem Junk Journal drin haben möchte. So, ich werde mir die jetzt gerade mal hier ein bisschen gerade machen, dass es ein bisschen leichter ist, weil die sind manchmal so ein bisschen komisch gebogen. Okay, als nächstes brauchen wir dann eine Schneideunterlage. Meine ist gerade verschwunden, ich weiß nicht, wohin sie ist. Ah, hier. Ich habe jetzt hier einfach mal die Schneideplatte von meiner Die-Cut-Maschine genommen. Die schaut schon ziemlich vermackelt aus. Ihr könnt natürlich auch eine normale Bastelunterlage nehmen. Also ihr kennt ja bestimmt diese grünen Dings, wo man drauf schneiden kann. Oder auch von Tim Holz diese Glasplatte. Ich glaube, darauf kann man auch schneiden. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Aber ich habe die jetzt genommen, weil die in der Kamera nicht so blöd aussieht. Also erstens mal spiegelt die nicht so, wer weiß wie. Und das Grün von dieser anderen Schneidematte, das tut immer so schier, wenn ich das unter die Kamera lege. Ich wollte eure Augen etwas schonen. Und dann habe ich mir hier so welche Rechtecke ausgeschnitten aus einer relativ harten Pappe. Das habe ich einfach mit meiner Schneidemaschine ausgeschnitten. So verschiedene Größen, ein paar so länglichere, wie man sieht, paar kleinere und so weiter.
sodass ich die jetzt nehmen kann, um die mir hier mal so draufzulegen, um zu entscheiden, wo bei der Karte ich etwas abschneiden will, beziehungsweise herausschneiden will. Ja, ich will da etwas herausschneiden. Ich glaube, hier finde ich diese Schrift ein bisschen doof. Ich möchte mir gerne diese Karte so ein bisschen personalisieren. Also ich möchte die Geschichte hinter diesen zwei Menschen mir vorstellen können, aber ohne, dass da oben diese komische Schrift ist. Deswegen bietet sich das ganz gut an, wenn wir das so machen. Kann man sich das hier schon mal so hinlegen, dass man sich das vorstellen kann. Und dann möchte ich später auch noch hier bei dem Bilderrahmen das Bild ausschneiden. Da lege ich mir jetzt nichts hin, das weiß ich einfach so, dass ich das machen möchte. Weil, ne, ich glaube, ich habe hier auch gar nichts, was hier so drauf passt. Ich musste auch bei dem Kopf der Frau ein bisschen so rumschneiden. Zur Vorstellung kann man sich ja sowas da drauflegen, dass man das ungefähr abschätzen kann, ne, von der Proportion vom Ausgeschnittenen und dem, was übrig bleibt. Aber ansonsten kann man das ja machen, wie man will. Und ein drittes möchte ich dann hier noch nehmen, weil ich denke, eine ungerade Anzahl von diesen Teilen ist immer nicht ganz schlecht. Das könnte vielleicht ein bisschen komisch aussehen, wenn wir da in das Fenster schneiden. Wobei ich erst gedacht hatte, das wäre eine gute Idee. So, dann bleibt noch viel von dem Boden da unten übrig. Ich glaube, das versuchen wir mal so. Okay, wenn wir die Position davon haben, dann nehme ich mir das erste hier und lege mir das hier so drauf, wie ich das dann ausschneiden möchte. Ich glaube, ich lasse ein kleines bisschen... Oh nee, dann geht das doch mit dem Bilderrahmen nicht mehr. Ah, ich muss das schon so hoch machen. Ich lasse den Schnörkel hier stehen, dass ich nicht ganz so nah zum Rand komme. Und hier oben muss ich ziemlich nah an den Rand, sonst geht sich das mit dem Bilderrahmen nicht aus. Und jetzt schneide ich mit meinem Cuttermesser hier drumrum. Das presse ich richtig runter, während ich das schneide, sodass mir das nicht verrutscht. Und das ist jetzt einfach nur als Schablone gedacht. Wenn du nicht mit dem Cuttermesser schneiden möchtest, dann kannst du natürlich auch hier drumrum malen, mit einem Bleistift zum Beispiel, und das dann mit einer Schere rausschneiden. Das würde natürlich auch gehen. So, damit ich den Bilderrahmen hier einigermaßen rechteckig kriege, halte ich mir das hier dran, hier bei der Ecke, schneide da bis zum Kopf von der Frau. Ach, Entschuldigung. Hier so hin. Damit ich hier eine gerade Linie kriege, mache ich das jetzt hier auch so. Das ist jetzt quasi einfach nur wie so ein Lineal, also man könnte auch ein Lineal jetzt nehmen. Man muss auch nicht unbedingt hier so rumschnitzen, aber das bietet sich jetzt irgendwie gerade an, das Bild da hinten zu ersetzen. Und den Rest schneide ich gleich mit der Schere. Und dann schneiden wir auch das Teil hier unten aus. Welches hat man da jetzt genommen? Dieses hier, oder? Ja, finde ich das immer noch gut. Mal gucken, dass so ist und das ungefähr so. Bin mir nicht ganz sicher, ob ich das nicht vielleicht lieber... Nee, das muss schon hochkant sein. Das muss hier sein. Ich meine, das ist natürlich auch Geschmackssache. Das könnt ihr natürlich machen, wie ihr möchtet. So, und ich schneide jetzt wirklich nur bis zu der Kante von meiner Schablone. Das bedeutet, dass ich ein relativ gutes Rechteck hier rauskriegen kann. Das bedeutet aber gleichzeitig auch, dass ich das vermutlich mit einer Schere nochmal nachschneiden muss. Die Postkarte ist ziemlich stabil und widerspenstig. Das heißt... Kann sein, dass ihr das nochmal nachschneiden müsst. Passt auf, dass euch das nicht einreißt. Manche von den Postkarten sind ein bisschen komisch beschichtet, sodass das unter Umständen passieren könnte. Aber wenn ihr das hier mit dem Cuttermesser geschnitten habt, dann kriegt ihr eine relativ coole gerade Kante. Ich meine, wenn das nicht ganz gerade wird, ist das ja auch nicht so schlimm. Wir tun das in ein Junk Journal. Also, ne? Boah, und ich merke gerade, dass das da gerade volle einreißt. Die hintere Pappe ist ganz stabil, aber hier vorne reißt mir gerade das Ding weg. Das habe ich jetzt auch vorher noch nicht erlebt. Ich habe eben schon zwei gemacht. Ja, da müsst ihr ein bisschen aufpassen oder damit leben. Also das wird sich wahrscheinlich nicht vermeiden lassen. Das bedeutet aber nicht, dass es komplett durchreißt. Wir werden das auch noch ein bisschen stabilisieren später. Auch insbesondere an diesen dünnen Rändern, die hier oben entstanden sind. Also keine Panik. Versucht einfach, das vorsichtig rauszuschneiden. Und was ihr jetzt hier habt, die Rückseite davon,
Das ist natürlich auch cooles Collagenmaterial. Also das schmeißen wir selbstverständlich nicht weg. Das kann man entweder als neue Schablone verwenden oder man benutzt es einfach als Collage-Fodder. Und ja, also nicht wegschmeißen, ne? So, hier wird die Operation jetzt schon etwas schwieriger sich gestalten. Ich glaube, ich muss hier in diesen Ritz nochmal rein. Dass ich hier irgendwie einen Anfang finde, das rauszuschneiden. Ja, das ist ziemlich fragil, aber ich glaube, das geht noch. Schaut doch jetzt irgendwie ganz cool aus, oder? So, wenn wir das haben, dann können wir uns überlegen, was wir dahinter tun wollen. Das finde ich gar nicht schlecht. Ich glaube, ich möchte hier irgendwie in so einem neutralen Spektrum von Farben bleiben. Eher vielleicht so ein bisschen, ja, tatsächlich so Vintage-mäßig. Man kann das natürlich auch sehr bunt machen. Aber ich glaube, also ich meine, wir können das ja mal ausprobieren. Das schaut natürlich auch nicht schlecht aus. Weil es ist auch vielleicht eine Möglichkeit, ein paar Sachen neutral zu machen und eine Stelle vielleicht etwas bunter zu machen. Vielleicht dieses, was hier später das Bild wird, was hinter der Frau hängt, das könnte man ja vielleicht ein bisschen bunter machen. Das finde ich mega geil. Okay, das ist ganz cool. Wenn ich hier einen Ausschnitt gefunden habe, den ich da haben will, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich schneide mir das da raus und friemel das mühselig dahinter. Oder aber ich nehme einen Bleistift und ich kann jetzt hier einfach so vier kleine Pünktchen in die Ecken machen, dass ich sehe, wo ich das abschneiden muss. Und wenn meine Augen gut genug sind, ich werde das außerdem auch reißen. Dann kann ich das hier so rausreißen und den Rest kann man natürlich noch verwenden, sodass man das jetzt hier genauso dahinter kleben kann, wie man das haben möchte. Ich kann jetzt überhaupt nichts mehr sehen. Wo sind jetzt meine Pünktchen? Da ist der Punkt, da ist der Punkt. So, so war das vorher. So, und jetzt kann ich mich entscheiden, ob ich aus Coolheitsgründen das da oben lassen will. Und wenn ich das dahinter klebe, ob das da oben bleiben soll. Ja, ich glaube schon. Das lassen wir da. Wir nehmen auch hiervon noch so ein Stück vielleicht und packen das da in die Ecke rein. Warum eigentlich nicht? Nee, das schaut ein bisschen... Das ist vielleicht ein bisschen viel, ne? Doch so vielleicht. Und soll man dann hier unten noch so einen neutralen Schnipsel vielleicht nehmen, sowas wie das hier ist. Mal gucken, ob ich hier noch sowas habe. Wir nehmen diese Schrift hier. Okay, wir kleben zuerst da unten die Schrift fest. Ich mache das jetzt hier andersrum, weil da kommt es mir nicht so drauf an, wo das genau sitzt. Ne, da ist das jetzt so ein bisschen egal eigentlich. Aber das muss ja nicht so breit sein. Können wir diesen Rest hier immer noch verwenden. Jetzt nehme ich das einfach und drücke das hier so dahinter. Ist dann ein bisschen einfacher zum Kleben, als wenn man den Kleber auf den Schnipsel macht. So. Und dann machen wir das andere da oben hin. Und ich denke mal, hier können wir das auch so machen, dass wir da den Kleber hier auf den Rand geben. So. Jetzt muss ich das da irgendwie anpeilen. Ich glaube, ich klebe mal zuerst das dahinter. Und ich klebe das jetzt, sagen wir mal, nur leicht fest. Oder wie soll ich das mal nennen? Weil ich mit diesem Ding jetzt hier gleich noch zu meiner Nähmaschine gehen werde. Und ich werde um diese Fensterchen drumherum nähen. Wenn du keine Nähmaschine hast oder nicht nähen willst, dann solltest du dir hier beim Ankleben ein bisschen mehr Mühe geben. Und vor allen Dingen solltest du nicht so einen schmalen Streifen hier nehmen, Luise. Und dann musst du den Kleber da ein bisschen näher an den Rand machen, sonst kann das nicht halten. Ein bisschen schmal, das Ding. Ich muss das ein bisschen weiter nach unten setzen. Das geht jetzt nicht mehr.
Wenn ihr das nicht nähen wollt, dann gebt euch ein bisschen mehr Mühe beim Ankleben, als ich das jetzt hier tue. Weil da muss das natürlich vernünftig halten. Und wenn ihr sowas habt, hier ist das jetzt wirklich, der Streifen ist sehr schmal, den ich da hingeklebt habe. Der endet ganz kurz hinter diesem Fenster. Dann könnt ihr natürlich auch hier einfach noch irgendwas drüber kleben. Nehmt euch einfach einen etwas breiteren Streifen, macht hier Kleber drauf und klebt das gerade da drüber. Erstens schaut das cool aus und zweitens hält das dann besser. Und wie ihr seht, habt ihr jetzt auch gleichzeitig die Rückseite dieser Karte ein bisschen gestaltet. Wenn wir jetzt die Überschüsse hier abschneiden, dann ist das eigentlich schon fast fertig. Aber nur fast. Ihr kennt mich. Nur fast. Und wir drehen das um. Dann haben wir hier, haben wir hier so eine kleine Collage auf der Rückseite. Und das ist natürlich nicht ganz verkehrt, weil jetzt kann man das hier natürlich genauso wie es ist benutzen. Wenn man das gescheit festgeklebt hat, ne? Also wie gesagt, wenn man das gescheit festgeklebt hat, kann man ein bisschen Gesso einfach drüber geben, ganz dünn nur. Dann kann man da hinten drauf schreiben oder man kann das natürlich auch einfach so lassen. Wenn ihr daraus zum Beispiel eine Tasche oder sowas machen wollt, dann würde ich euch empfehlen, dass ihr das hinten mit zum Beispiel kaffeegefärbtem Papier oder irgendwie so einem Abfallpapier oder sowas kaffeegefärbtes Papier, Luise, das ist ja totaler Schwachsinn. Wenn ihr das als Tasche benutzen wollt, mein Gott, nochmal, dann sieht man ja die Rückseite gar nicht. Was rede ich denn hier heute? Dann könnt ihr einfach irgendein Abfallpapier nehmen, das hier hinten draufkleben oder nähen. Und wenn ihr das dann in eurer Junk Journal tut als Tasche, dann ist das ein bisschen besser, wenn ihr da was rein und raus macht. Dann bleibt ihr hier nicht hängen. Dann ist es auch ein bisschen stabiler, als es jetzt ist. Ich lasse das hier jetzt trocknen und wenn das getrocknet ist, dann gehe ich damit zu meiner Nähmaschine und nähe hier einmal drumherum. Dann bin ich gleich wieder da. So, da bin ich schon wieder. So schaut das Ganze jetzt aus. Ich habe das jetzt hier zusätzlich noch einfach auf so eine kleine Pappe hier genäht, sodass ich hinten die Möglichkeit habe, was zu schreiben. Und das habe ich auch deshalb gemacht, weil als ich das jetzt gerade genäht habe, beziehungsweise nachdem es getrocknet war, war das sehr wellig. Jetzt ist das einigermaßen wieder gerade. Und so eine leichte Welle ist da noch, aber wenn man das unter ein schweres Buch legt über Nacht, dann denke ich, geht diese letzte Welle auch irgendwie noch weg. Und ich finde das ganz cool, wenn das so ein bisschen umrandet ist. So, was man dann, also man kann das natürlich so lassen, aber was man dann zusätzlich noch machen kann, ist, man könnte diese kleinen Rahmen, die hier jetzt sind, ein bisschen schattieren. Das mache ich wie folgt. Ich nehme mir hier so einen Wassertankpinsel und so eine kleine Kreide. Und ich nehme ganz, ganz vorsichtig hier vorne von der Kreide ein bisschen Farbe weg. Normalerweise mache ich das nicht so gerne, weil ich immer Angst habe, dass mir das da reinläuft, das Wasser in die Kreide. Und das wäre irgendwie nicht so genial. Aber wenn man das vorsichtig macht, dann geht das schon. Dann gehe ich hier einmal so drumrum. Man könnte das auch mit einem Stabilo Allpen machen. Habe ich auch schon ausprobiert. Funktioniert auch ganz gut. Aber dann hat man natürlich zwei Schritte. Da muss man erstmal einmal rumkritzeln und dann mit Wasser. Und so hat man das halt gleich schon schattiert. Und dann schaut das, wenn das getrocknet ist, ein bisschen dreidimensionaler aus. Man kann, also ich habe jetzt hier eine relativ barsche Kante gemacht. Man kann natürlich auch das noch ein bisschen mehr verblenden, wenn man möchte. Nicht erschrecken, das schaut jetzt erstmal ziemlich gruselig aus, weil das jetzt so nass ist, aber das wird später anders sein, wenn das trocken ist, hoffe ich. Ja, keine Panik, Luise, das geht schon. So, vielleicht machen wir das da an dem eigentlichen Rand noch ein bisschen dunkler. So, das versuche ich jetzt bei dem Bild auch. Dann hätten wir das. Dann werde ich das mal gerade einmal kurz
anföhnen. So, ist jetzt vielleicht noch nicht ganz trocken, aber der Rest kann ja so mit der Luft trocknen. Und dann nehme ich mir jetzt, weil es geht natürlich noch besser, ein paar so kleine Schildchen. So, was sich ganz gut eignet für sowas, sind so kleinere Labels. Hier habe ich mal so welche. Da sind teilweise auch etwas größere dabei, aber es gibt auch etwas kleinere. Und jetzt kann man das natürlich hier noch so ein bisschen irgendwie so künstlerisch anordnen und vor allen Dingen noch ein bisschen mehr Dimension da hineinbringen. Das würde ja cool aussehen, so eine 44 irgendwo, aber die Farbe passt nicht. Warum 44? Ich habe keine Ahnung. Die schaut wahnsinnig cool aus, aber ist ein bisschen groß, ne? Ein bisschen sehr groß. Hier muss man unter Umständen auch ein bisschen rumtricksen und vielleicht ein bisschen umeinander schneiden und sich gewisse Teile vielleicht ein bisschen einfach verkleinern oder hoffen, dass man was Kleines findet, so wie dieses hier zum Beispiel. Ich möchte jetzt einfach eine weitere Lage von Papier hier erschaffen. Ganz hinten habe ich meine Karte, wo ich das draufgenäht habe, diese Hintergrundkarte. Dann habe ich hier meine eigentliche Postkarte. Dazwischen liegen ja die Schnipsel und da drauf liegt jetzt nochmal das. Also das schafft ein bisschen mehr Dimension. Und man könnte natürlich auch denken, ja, warum hat sie denn nicht einfach so ein kleines Masterboard oder so eine Collage gemacht und dann die Rechtecke rausgeschnitten und hier draufgeklebt? Ganz einfach. Wenn du mit bloßem Auge ziemlich nah da dran gehst, dann kannst du ja diesen Rand hier sehen und der Rand geht nach innen. Insbesondere bei dem Bild hier würde das richtig komisch aussehen, wenn ich das draufgeklebt hätte. Weil ne, es wird auch ein natürlicher Schatten entstehen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Wenn ich das so halte, dann sieht man, dass diese ganz kleine Kante von der Postkarte, die ist ja nur sehr dünn, trotzdem einen Schatten wirft. Und ich finde das eine andere Optik, wenn das da reingeschnitten ist, als wenn es oben drauf geklebt ist. Aber wenn du jetzt denkst, boah, ne, voll mühselig oder ich habe Angst, mir da mit dem Messer in die Hand zu schneiden, dann kannst du natürlich auch die Rechtecke nehmen und draufkleben. Das wäre eine andere Möglichkeit. So, hier habe ich ein paar so zufällige Zahlen und Wörter, die sind aus meinem Etsy-Shop. Da gibt es so ein ganzes Set, wo ich solche kleinen Dinge hier gesammelt habe, die man ganz gut für solche Collagen verwenden kann. Wenn du das haben möchtest, ich verlinke dir diesen Artikel unten unter diesem Video in der Beschreibungsbox. Es wäre ganz cool, wenn hier unten noch so ein bisschen was auf dem, an dem Boden einfach wäre. Aber ich möchte eine Verbindung haben zu dem, was ich ausgeschnitten habe. Das ist ein bisschen doof, ey. Ich müsste das eigentlich von der, vom Gefühl her müsste ich das eigentlich so hinkleben. Aber sind die Füße so abgeschnitten von denen? Das schaut ein bisschen seltsam aus, ey. Das ist ein bisschen breit. Aber ich finde das ganz cool. Ich meine, 1891 kann das ungefähr hinkommen. Das ist Kunst. Es ist mir doch egal, ob das hinkommen kann. Für mein Journal ist das so richtig. Ja. Haben wir hier noch irgendwas, was wir da in den Hintergrund tun könnten? Einfach sowas, weißt du, so ein bisschen sowas Kleines, was irgendwie ein bisschen Schrift oder sowas hat, was das Ganze ein bisschen interessanter werden lässt. Es lässt es dann auch wieder breiter werden, ich weiß wohl. Und das hier unten überlappen lassen. Ja, ich glaube, wir machen das hier hin. Okay, das gefällt mir gut. Das klebe ich jetzt fest, bevor ich es mir anders überlege. Dieses untere Teil, das ist eigentlich so... klebt das doch richtig rum auf, Luise. Das ist eigentlich so ein Sticker. Den könnte ich jetzt eigentlich da hinten einfach das Papierchen abziehen und dann aufkleben. Das will ich aber nicht machen, weil hier drunter die Naht ist von der Nähmaschine. Deswegen mache ich das so und lasse diese Folie von dem Sticker einfach da hinten drauf. Mache hier relativ großzügig Kleber drauf, drücke das vorsichtig fest und lasse das dann einfach trocknen. Dann verbindet sich das gut
steht ein bisschen ab. Das schaut dann auch nochmal ein bisschen dreidimensional aus. Und das ist dann einfacher, das aufzukleben. Und vor allen Dingen wälzt sich das nicht so. Wenn man das mit dem Stickerpapier direkt aufklebt, dann wälzt sich das immer so blöd, wenn da drunter eine Naht ist. So. Das Bild jetzt dazu durchbrechen, ich glaube, das ist keine so gute Idee. Das schaut komisch aus. Das muss für sich stehen. Welches finde ich besser? Das schaut ein bisschen sehr parallel aus zu dem anderen. Wir nehmen nur das. Warum sollen wir denn uns da den Kopf zerbrechen? Dann nehmen wir jetzt einfach nur das. Wenn wir das da gut finden, dann nehmen wir das einfach da so. So. Wenn du das jetzt vielleicht noch parallel zu dem Rand da aufkleben würdest, wäre es auch nicht schlecht. So. So schaut das jetzt mal aus. Jetzt bin ich am Überlegen. Ich glaube, wir werden dann noch ein paar Spritzer machen. Man könnte vielleicht Gold nehmen, aber weil hier Gold schon ist, finde ich das ein bisschen blöd. Also das ist so ein Highlight da irgendwie. Deswegen werde ich weißes Gesso spritzen. Genau so. Und dann machen wir hier diagonal dazu hier unten. Ist auch so. Und ich glaube, das ist es auch schon. Und das Geniale ist, auf so Postkarten, wenn ihr da irgendwo hingespritzt habt, dann könnt ihr das einfach wieder abwischen. Ist überhaupt gar kein Problem. Einfach mit dem Finger runter und fertig. Deswegen decke ich mir das auch nicht ab. Weil ich mir das so einfach besser vorstellen kann, wie das aussehen muss. Ja, okay. Das war's mal hier. Das lasse ich mal trocknen. Und dann zeige ich euch das am Ende des Videos nochmal, wie das in getrocknetem Zustand aussieht. Wird kein großer Unterschied sein, aber ich zeige es euch natürlich trotzdem nochmal. Und wollen wir noch eine zweite machen? Ja, oder? Machen wir noch eine zweite. Ich hatte mir ja hier schon eine rausgesucht, das ist diese hier. Widmen wir uns diesem Ding. Und ich habe jetzt hier bewusst etwas ausgewählt, wo keine Menschen drauf sind, sondern so eine Landschaft, weil ich glaube, man hat oft solche Postkarten, wo so eigenartige so Landschaften drauf sind. Und warum soll man da nicht sowas hier mal versuchen? Ja, also die Tiefe dieses Motivs kommt wohl durch diese zwei Baumstämme hier im Vordergrund und durch diesen kleinen Baum. Ich sehe gerade, das ist Meierhofen. Das ist ja cool. Meierhofen im Zillertal. Ja. Das nützt uns auch nichts zur Entscheidung, wie wir das hier machen wollen. Ich bin gerade ein bisschen beeinflusst, weil ich eben schon eine Karte gemacht habe. Die zeige ich euch mal gerade, dass ihr schnallt, warum ich so beeinflusst bin. Das ist diese hier. Da sind so Berge, wie man sieht. Und ich habe hier diese Berge so in einer Dreierschicht, beziehungsweise wenn man den Hintergrund mitrechnet, sind das vier Schichten, hier so drauf gelayert. Und ich überlege gerade, ob ich das hier so ähnlich machen kann. Und vor allen Dingen auch deshalb, weil ich euch zeigen möchte, aus was für Schnipseln ich das gemacht habe. Diese Berge habe ich nämlich nicht irgendwie geschnitten oder so, sondern die hatte ich schon so. Passt auf. Wie kann man das hier imitieren, dass das so ähnlich wird? Ein Drittel, zwei Drittel, so irgendwie, mittig hier oder vielleicht ein bisschen nach links versetzt. Das lassen wir. Dann haben wir hier trotzdem noch diese Baumstämme. Vielleicht können wir da den Baumstamm sogar auch so ein bisschen vervollständigen noch mit irgendeinem Schnipsel. Okay, das versuche ich jetzt mal. Ich weiß nicht, ob das funktionieren wird, aber versuchen wir das mal. So, und jetzt werde ich mich komplett von dem, was ich rausgeschnitten habe, lösen.
weil das wird unmöglich sein, dass man das jetzt irgendwie rekonstruiert. Aber wir suchen jetzt erstmal einen neutralen Hintergrund, der ein bisschen so aussieht wie Berg, Himmel oder sowas. Ich meine, hier ist noch kein Himmel, nur hier oben ist so ein Stückchen Himmel. Wir brauchen irgendwas Neutrales, was auffällig ist, aber trotzdem neutral. Also wisst ihr, wie ich meine? Dieses hier ist vielleicht schon gar nicht schlecht. Mit der Schrift da. Jo. Guck mal, hier ist ja dieser Berg so ein bisschen dunkel. Und das geht jetzt hier so weiter so ein bisschen. Seht ihr das? Das, als wenn das so dahin muss. Ich versuche etwas zu finden, wo ich denke, oh, da hier, ne, könnte diese Linie sich so fortsetzen. Dieses Dunkle hier könnte hier dieses Grünliche sein, was da so weitergeht bei dem Berg. Ich meine, man könnte das auch, ich muss mal gerade durch die Kamera gucken, dass ich ein bisschen weiter weg sehe. So. So wäre es auch nicht schlecht. Dann verlieren wir mal dieses Ende da. Aber das ist vielleicht gar nicht so schlimm. Aber wir haben da unten das Loch. Das ist nicht so gut. Das heißt, wir schieben das wieder zurück, sodass wir das hier ungefähr so haben. Vielleicht wird das Loch aber sowieso gleich noch zugedeckt. So, pass auf. Und jetzt habe ich etwas, wo ich nie gedacht habe, dass ich das noch gebrauchen könnte. Also, ich meine, wir sind Junk Journaler, ne? Wir können alles gebrauchen. Aber ich habe hier was, wenn ich das jetzt finden würde. Das sind so Abschnitte von Papieren, die ich in meiner Die-Cut-Maschine verwendet habe. Ich habe hier was ausgeschnitten. Ihr seht schon, ne, das sind hier so Blätter gewesen, die ich ausgeschnitten habe. Und hier habe ich so eine richtig coole Die-Cut-Kante jetzt. Das ist eigentlich ein Abfall. Ich habe das ganze Papier gehabt, wo diese Blätter ausgeschnitten waren. Und dann habe ich es einfach zerrissen. Und dadurch habe ich jetzt hier solche Kanten. Also hier sieht man die Risskante. Aber hier ist die Originalkante von dem Die-Cut. Und das schaut aus wie ein Berg. Je nachdem, wie man das hinlegt, kann das ein Berg sein. Und je nachdem, welche Farbe das hat, kann das ein Berg sein. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen zu blau ist. Wobei das auch nicht schlecht aussieht, finde ich, wenn sowas Blaues da einfach so rauspoppt. Pass mal auf, wie wäre es denn, wenn wir den hier oben so rausgucken ließen. Nee, das schaut ein bisschen komisch aus. So sieht ja kein Berg aus. Ich habe noch andere. Ich habe noch dieses hier. Das ist auch von so einem Blatt. Allerdings, wie man sieht, in einer anderen Farbe vorher schon eingefärbt gewesen. Oh, da kommt man der Sache schon näher. Hier verschwindet jetzt so sehr viel von dem Hintergrund. Das ist nicht so gut. Das Weiße müsste da eigentlich bleiben. Vielleicht so. Bleibt da. Vielleicht so. Dann erweckt das den Eindruck, als wäre das der Berg dahinter und dieser wäre im Vordergrund. Das mit der Blume da finde ich sehr cool. Jetzt haben wir allerdings hier das Problem, dass hier sowas Grünliches ist. Aber vielleicht, guck mal, hier habe ich noch so ein Teil. Das ist ja so ein Türkis da, was da hervorkommt. Können wir das hier irgendwie so hintun? Schaut ein bisschen aus wie so ein Busen, ey. Das will ich da nicht haben. Nicht ganz übel. Ich suche jetzt noch etwas, was ich auf die linke Seite hier vielleicht so rüber noch legen könnte. Was das Ganze nochmal wieder ein bisschen abdämpft. Kann das funktionieren? Ich weiß es nicht. Es ist ein bisschen frickelig, wenn man sich das so hinhalten muss, bis man das so hat, wie man das haben will. Ich weiß wohl, aber ich glaube wirklich, dass sich das lohnt.
glaube, dass ich das ganz gut finde. Allerdings muss das noch ein bisschen weiter runter, dass das Weiß nicht ganz so stark durchkommt, was da unten ist. Und hier ist so ein Stempelabdruck. Der ist so gerade. Da ist so ein Strich. Ich weiß nicht, ob ihr den seht. Ich zeige euch den gleich, wenn ich es aufgeklebt habe. Oder vielleicht seht ihr den jetzt. Dieser Strich erweckt jetzt den Eindruck, als wenn der Baum da weiter ginge. Mit diesem bin ich noch nicht ganz zufrieden. So kommt ihr da drauf. So, jetzt ist die große Schwierigkeit. Ui, kleben wir das fest. Also, ich halte das so fest und dann nehme ich die Karte einmal runter, sodass ich erst diese Teile aneinander kleben kann. Dafür presse ich das jetzt hier runter und versuche mal hier Kleber drunter zu machen, ohne dass mir das verrutscht. Das muss auch nicht bis zum Rand vollständig festgeklebt sein. Es ist sogar ganz gut, wenn es nicht komplett bis zum Rand festgeklebt ist, weil du dann mehr Dreidimensionalität erreichen kannst. Dann kannst du da später nämlich so ein bisschen dahinter gucken, hinter diese einzelnen Pappstückchen, also hier jetzt. Und es entsteht da wieder so ein natürlicher Schatten, auch wenn ich das gleich noch schattieren werde. Aber das ist ganz gut, wenn man das nicht komplett festklebt. So, haben wir das so und dann, wenn wir das haben, und nochmal, ne, wenn du das nicht nähen willst, dann müsstest du es halt ein bisschen mehr festkleben als das, was ich jetzt hier mache. Nichtsdestotrotz brauchst du es nicht ganz bis zum Rand kleben, aber vielleicht ein bisschen intensiver Kleber drauf machen, als ich das jetzt hier getan habe. So, oh, ich habe heute irgendwie so ein Bedürfnis, so durchzuatmen. Ich weiß auch nicht, warum. So, bin ich gerade am Überlegen. Also das hier, das schneide ich ja auf jeden Fall weg. Aber auf der anderen Seite frage ich mich gerade, ob das irgendwie Sinn macht, wenn man das hier rüberstehen lässt. Weil es sieht jetzt so aus, als wäre das hier, als würde das hier oben so weitergehen, hinter dem Baum. Nee, das ist irgendwie merkwürdig, oder? Ja, das ist ein bisschen merkwürdig. Manchmal muss ich mich das selbst laut fragen, um zu entscheiden, dass ich es nicht tun will. Okay, ich lasse das trocknen, gehe damit zu meiner Nähmaschine und nähe mal einmal hier drumherum. So schaut das jetzt hier aus. Ich habe jetzt gerade überlegt, es wäre mit Sicherheit kein Schaden gewesen, einen weißen Faden in die Nähmaschine einzuspannen. Habe ich aber erst gemerkt, als ich das schon fertig hatte, dieser Rahmen hier, dieser weiße, der springt einen ja geradezu an, dass das da drumherum auch weiß sein muss. Ja, das ist jetzt ein bisschen doof, dass ich das so spät gemerkt habe, aber fällt mir gerade ein, wir könnten etwas versuchen. Oh mein Gott, da kriege ich ja schon wieder Angst. Aber wir werden es trotzdem versuchen. Und zwar könnten wir probieren, diesen Rahmen noch weiß zu machen. Ich nehme hier so einen Korrekturstift. Ich hoffe, da kommt noch irgendwas raus. Der ist nämlich schon ein bisschen älter. Oh Gott, gucken. Vor allen Dingen, ich teste das jetzt hier auf dem Rest von der Postkarte. Mal sehen, das überhaupt da drauf schreibt, falls da noch irgendwas rauskommt. Hier versuche ich jetzt, auf dem Rand der Postkarte zu bleiben und möglichst nicht auf das Papier in dem Fenster zu malen, weil ich nicht weiß, wie dieser weiße Stift darauf reagiert. Der ist normalerweise sehr deckend und da kommt eigentlich nichts durch. Aber ich bin mir nicht sicher, weil dieses hier, das habe ich mit Brushos eingefärbt. Und bei den Brushos ist es ja oftmals so, dass die mit der Zeit weiße Farbe einfärben. Also zum Beispiel Gesso oder so. Wenn man da auf das Brusho drauf geht, dann hat man das Problem, dass das irgendwann, dann wird das so blau. Also so Babyblau halt.
weil weiß und die Originalfarbe vermischt. Und das will ich natürlich nicht. Deswegen versuche ich es jetzt auf der Postkarte zu belassen. Da unten ist das jetzt sehr breit, ne? Aber ich glaube, das geht. Ich glaube, das geht. Schaut sehr cool aus. Das schaut sehr cool aus. Und jetzt nehmen wir diese schwarze Kreide hier und versuchen, diesen Bergen noch ein bisschen mehr Dimension zu geben. Das ist gar nicht so einfach, habe ich eben bei der anderen Karte bereits festgestellt. Aber ich versuche das trotzdem. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass das nicht zu viel und nicht zu wenig ist. Und vor allen Dingen ist es ganz gut, wenn man versucht, in einem Schwung so durchzukommen. Aber ich habe hier gerade irgendwie keine Farbe drin. Möglichst den Pinsel nicht abzusetzen. Dann wird das etwas besser. Das möchte ich jetzt aber trotzdem noch ein bisschen verblenden. Das ist mir noch ein bisschen zu krasse Kante. Und dann versuchen wir da direkt an der Kante von dem Papier noch ein bisschen dunkler zu werden. Dann kann das da ein bisschen reinlaufen. Dadurch, dass das jetzt da feucht ist, verblendet sich das so ein bisschen automatisch, hoffentlich. Ich meine, von weiter weg wirkt das natürlich komplett anders, als wenn man das so nah ranhält. Aber ich zeige euch das trotzdem mal gerade von nahem. So ist das jetzt hier mal. Und ich finde das irgendwie ganz cool mit der Blume da im Hintergrund. Schaut doch nicht schlecht aus, oder? Spritzen möchte ich hier trotzdem gerne ein bisschen. Und ich bin auch noch am Überlegen, ob wir vielleicht hier noch so ein kleines Label oder irgendwas hinsetzen. Ich habe zu Meierhofen ein bisschen so eine spezielle Beziehung oder wieso kann man das sagen? Kann man zu einer Stadt eine Beziehung haben? Oh mein Gott. Ja. Das lag jetzt hier gerade so oben drauf, aber das passt perfekt. Wir nehmen das Wort Urlaubsschein. Das kommt hier auch von meinem Printable. Dieses, habe ich das schon erwähnt, dieses Printable gibt es auch in meinem Etsy-Shop. Das sind so zufällige Zahlen und Wörter, die ich gesammelt habe aus so alten Dokumenten. Und das hier passt jetzt gerade perfekt. Oh mein Gott, das ist ja super. Das passt perfekt. So, und wir brauchen noch irgendwas dahinter. Irgendwas dahinter, was das so ein bisschen abhebt. Damit das da nicht so nackig alleine vor sich rum steht. Das ist wahrscheinlich zu groß, ne? Ja, das ist viel zu groß. Das darf nur ganz klein sein. Das erste Mal war ich in Meierhofen mit meinem Bruder. So, zu einem ganz bestimmten Anlass. Und mein Bruder heißt Daniel Brune, DB. Und das ist der Grund, warum ich das hier nehme. Das schaut außerdem auch total cool aus. Und ich finde es gerade mega, dass das so cool dazu passt. Ich werde das hier ein bisschen distressen. Vorausgesetzt, ich finde hier in meinem Collage vor mein Distress-Bürstchen. Oh, hier. Gucken wir mal, ob hier noch was dran ist. Also, Daniel, falls du zuguckst, es ist jetzt sehr unwahrscheinlich, dass du ausgerechnet dieses Video an dieser Stelle guckst, aber weißt du noch, wie wir unser Klopapier in die Ohren gesteckt haben, weil wir schlafen mussten in unserem Zelt? Oh mein Gott. Und daneben war so eine Band, die gespielt hat und es war so laut. Also das war eigentlich gar nicht so schier, was die dann gespielt haben. Also wir sind auch aus einem musikalischen Anlass dorthin gefahren. Aber
Es war so schrecklich, weil das einfach so laut war. Und als die Band dann vorbei war, also zu Ende war, also ihr Auftritt vorbei war, haben wir gedacht, okay, wir können das Klopapier aus unseren Ohren wieder herausnehmen. Aber dann hat der Mann im Wohnwagen neben unserem Zelt seine Wolfgang Petri-Musik angeschaltet, in einer dermaßen Lautstärke, dass es nicht auszuhalten war und wir mussten das Klopapier wieder zurück in die Ohren stecken, um das einigermaßen aushalten zu können, beziehungsweise um, naja, also fit zu bleiben für den eigentlichen Anlass, weswegen wir da hingefahren sind. Ich sage nur, warum stehen hier so wenig Leute vor dem Eingang? Ja, weil wir vor dem falschen Eingang stehen. Halleluja, das waren noch Zeiten. Die Zahl, die da hinten hinter steht, ist wahrscheinlich ungefähr die Eurozahl, die wir für diesen Trip ausgegeben haben. Verdecken wir das mal besser. So. Und dann könnten wir das doch wohl wagen, hier drumherum auch noch ein bisschen Vintage-Foto zu geben. Nur den Rest von dem Bürstchen, damit das noch ein bisschen älter aussieht und der Rand nicht ganz so weiß ist. Und vor allen Dingen, dass das hier dazu passt, zu diesem Distressten. So. Und jetzt ist die Frage aller Fragen. Spritzen wir hier irgendwas hin, weiß oder gold? Weil Türkis könnte man auch vielleicht ein kleines bisschen hier so rausflitzen lassen. Aber mit was? Weil türkisene Acrylfarbe würde hier jetzt drauf halten. Aber die wäre doch wohl dann sehr dunkel, es sei denn, wir würden die sehr mit Weiß aufmischen. Kriegen wir dann das gleiche Türkis, wie hier vorkommt? Gute Frage. Nächste Frage, was tun wir mit dem Baum? Ziehen wir den Baum da noch durch oder lassen wir das so? Ich meine, wir könnten ja mal einen schwarzen Streifen hier nehmen und uns den da mal so probeweise drauflegen. Der ist ein bisschen zu breit, ne? Und der ist auch nicht ganz schwarz, ich weiß wohl, aber ich möchte mir kurz vorstellen können, wie das aussieht. Und daneben, ah, daneben ist nicht mehr genug Platz von dem Feld da. Nee, das schaut bescheuert aus. Das lassen wir so. Aber die Spritzer. Was tun wir mit den Spritzern? Sogar diese komische blendende Platte hier wegnehmen, dass ich besser sehen kann. Ich meine, wenn das Türkis kacke aussieht, dann kann ich das immer noch hier wieder runterwischen. Also warum sollte man das nicht versuchen? Türkis und Gold. So. Bisschen so. Also dafür, dass Türkis eine meiner Lieblingsfarben ist, habe ich echt wenig türkise Farbe hier im Angebot. Das muss ich auch mal sagen. Das kommt dem überhaupt nicht nahe, aber ich habe mir neulich hier dieses gekauft, Petrol vom Action. Vielleicht kann man das ein bisschen. Kann da bitte jetzt nur dieser kleine Stritz rauskommen? Geht das irgendwie? Ja, toll. Ich das liebe, ne? Wie ich sowas liebe. Lege das erstmal hier hin. Das machen wir dann gleich mal sauber. Und jetzt spritzen wir zuerst ein bisschen Wasser, dass wir mal sehen können, was das überhaupt für eine Farbe wird. Ich und Farben mischen, ne? Kenne ich mich ja überhaupt nicht aus. Ich bin ein Naturtalent. Also, ich weiß, in der Kamera schaut das jetzt ein bisschen eigenartig aus, aber in echt passt das megamäßig dazu. Da werde ich jetzt auch kein Weiß dazugeben, auf gar keinen Fall. Weil dann wird mir das wahrscheinlich zu komisch. Okay, ah, sehr cool, sehr, sehr cool. Okay, Konzentration, Luise. Nicht doof labern, konzentrieren. Also, wir wollen auf gar keinen Fall auf dieses Wort spritzen. Jetzt muss ich nachdenken. Es muss ein bisschen hier so rausgehen, aber vielleicht ein kleines bisschen nach hier unten.
Ein bisschen da hoch. Oder so diagonal. Nee, da ist Gold, also muss das, ja, das muss schon so. Die Spritzer sind sehr klein. Fast unsichtbar. Kein Problem. Absolut kein Problem. Besser. Aber da hat es uns ein bisschen die Kirche verspritzt. Ja, okay. Und dann spritzen wir dazwischen noch ein bisschen Gold. Jetzt weiß ich allerdings nicht, muss ich das jetzt wohl erst trocknen lassen oder kann ich das gleich machen? Naja, wenn sich das ein bisschen vermischt, das könnte ja nur interessant aussehen. Gucken wir das mal. Ja, mehr darf es nicht sein. Es ist fast schon vielleicht ein bisschen sehr viel. Aber ich möchte jetzt nicht nochmal rumwischen. So. Das werde ich jetzt mal trocknen lassen. Und dann schauen wir mal, wie das dann aussieht. So, das Ganze ist mal getrocknet. Da bin ich mal wieder. Also zumindest so einigermaßen. Das Gold ist da noch nicht ganz trocken, aber ich habe jetzt hier festgestellt, es ist auf jeden Fall besser, wenn man das hier lufttrocknen lässt, weil mehrere Gründe. Erstens hat das hier eine beschichtete Oberfläche, also das glänzt ja so ein bisschen, dieses Postkartending hier. Und wenn man da Acrylfarbe drauf macht, dann kann das ja nicht irgendwie, wer weiß, wie da so einsaugen. Also ne, bei normalem Papier saugt Acrylfarbe sehr stark oftmals ein. Gerade bei kaffeegefärbtem Papier oder so, da mag ich das lieber, wenn man das föhnt. Das finde ich, schaut schöner aus. Aber hier ist es überhaupt gar kein Problem, das lufttrocknen zu lassen, weil es nirgendwo hinsaugen kann aufgrund dieser Beschichtung. Ich finde das jetzt ganz gut, dass diese türkisen Dinger ein bisschen dunkler sind als das eigentliche Türkis von dem Berg. Dann sieht man die Spritzer, sie fallen auf, aber sie sind nicht so bam. Ich glaube, das wird komisch aussehen, wenn die jetzt die gleiche Farbe hätten wie dieses hellere Türkis. Wegen dem Föhnen. Der zweite Grund, warum ich das nicht geföhnt habe, ist, damit mir die Karte sich nicht so wellt. Weil wenn ihr diese beschichteten Postkarten föhnt, dann werden die richtig krumm. Wenn man hier mal guckt, die ist sowieso schon ein bisschen krumm. Ich werde die wahrscheinlich auch noch auf irgendwas draufkleben, so wie ich das hier gemacht habe mit dem Festnähen. Und dann werde ich die unter schwere Bücher legen, sodass sich das ein bisschen platt einfach noch drückt. Wenn man das in Journal reinmacht, wird es vielleicht auch ein bisschen platt noch. Aber ja, bei Postkarten mag ich das nicht, wenn die so gewellt sind. Bei anderen Journaling-Karten ist mir das eigentlich relativ egal. Manchmal möchte man ja auch dieses Grungy so ein bisschen haben oder man knüttelt Papier extra, aber hier finde ich das nicht so genial, wenn das so komisch schief ist. Die weißen Pünktchen hier sind auch relativ cool geworden. Ich finde das auch ganz edel eigentlich, dass die heller sind als das Kleid von der Frau. Also vielleicht wollt ihr hier mal diese zwei Pünktchen angucken. Die stechen da richtig hervor, weil das Kleid eher so ein bisschen beigelich ist und die Spritzer sind so weiß. Also ich finde, das gibt dem nochmal so einen Vordergrund irgendwo. So. Jetzt könnt ihr euch überlegen, ob ihr das gut findet. Wenn ja, gebt diesem Video gerne einen Daumen hoch. Wenn nein, gebt dem Video auch gerne einen Daumen runter. Dann schreibt mir doch bitte einen Kommentar, warum euch das nicht gefallen hat. Oder, Entschuldigung, was ihr da anders machen würdet. Wenn ihr sowas ausprobieren wollt,
und ihr möchtet eure Ergebnisse teilen, dann könnt ihr das natürlich auf Social Media tun. Zwei ganz wunderbare Plätze wären zum einen meine Facebook-Gruppe Junk Journal Deutsch. Der Link befindet sich auch unten in der Infobox. Falls ihr die noch nicht kennt, könnt ihr dort Mitglied werden. Dann könnt ihr euch da auch austauschen mit anderen Leuten, die auch Junk Journaling betreiben. Und ich freue mich natürlich immer sehr, wenn ihr da Beiträge postet und vielleicht das ein oder andere Tutorial nachgemacht habt. Wenn ihr auf Instagram posten wollt, dann fände ich das ganz reizend, wenn ihr hier diesen Hashtag benutzen würdet, JunkJournalArt mit Luise Heinzel und @LuiseHeinzel hinschreibt in euren Post, dann werde ich da markiert, also ne, manche Leute haben mich ja schon mal gefragt, wie geht denn das mit dem Markieren? Ihr schreibt einfach das @, so wie es da unten hier im Bild eingeblendet steht und dann klein und zusammen Luise Heinzel, ganz genauso wie es hier steht. Und dann bekomme ich eine Benachrichtigung, wenn ihr mich da markiert habt, sodass ich eure Beiträge viel leichter finden kann. Und über den Hashtag kann ich sie natürlich auch wesentlich leichter finden, als wenn ihr das einfach ohne alles postet. Und darüber würde ich mich natürlich sehr freuen. Ich freue mich immer sehr, wenn ihr irgendwelche so Sachen nachgemacht habt und ich mir das anschauen und auch natürlich kommentieren kann. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank auch für eure Unterstützung. Und ja, bastelt euch was Schönes, ne? Tschüssikowski.